Passive and active. Sidney Carton kennt die düsteren Ecken Alabamas wie seine eigene Westentasche. Denn als Reporter der Southern Times ist es sein Job, die Öffentlichkeit schnellstmöglich über aktuelle Verbrechen aufzuklären. Seit geraumer Zeit berichtet er immer häufiger über die kriminellen Machenschaften eines unbekannten Täters. Auch heute hat dieser wieder zugeschlagen und Sidney ist der Erste vor Ort. Gold was found in an elderly man's garden in Alabama. After the gold had been discovered, it was secured in a safe. The gold was supposed to be picked up by police today, but could not be found upon arrival. Authorities confirmed, the Alabama gold was stolen. Für seine Berichterstattung nutzt Sidney das Passiv, auf Englisch passive oder passive voice. Ein Passivsatz drückt aus, mit wem oder was etwas geschieht oder geschah. Das Alabama Gold wurde gestohlen. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgabenchat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen.